So, Entschuldigung, ich habe da gerade mal eben ganz kurz einen Break gesetzt, weil ich bin hier noch 10 Mal hin und her gelaufen, habe noch ein paar Sachen probiert. Ich habe mich dumm und dämlich gesucht beim Schalter, bis mir eben gerade aufgefallen ist, als ich angefangen habe, alles kaputt zu schießen, ist mir aufgefallen, dass wenn man kann den Zaun da oben ja wegschießen. Und ich sehe keine andere Möglichkeit, als dass wir jetzt das probieren, was du wahrscheinlich gerade vermutest. Der Zaun war echt irritierend, das Tor war echt irritierend. Man sieht übrigens noch die Einschusslöcher. Ich war ein bisschen... was mache ich denn jetzt? Ja. Ich war so frei, das mal ein bisschen zu schneiden. Ich war hinten noch weiter in der U-Bahn. Da kommen wir gleich noch hin, aber hoffentlich mit dem Bettmobil. So, und jetzt probiere ich mal... Also sowas ähnliches wie das hier gerade. Nein. Ich hoffe, das funktioniert. Es funktioniert. Das Problem ist nur das Wasserloch. Oh, da machen wir es gleich nochmal. Oh, hat auch fast funktioniert. Okay, so sind wir zumindest schon mal rübergekommen. Das Problem ist, das Tor haben wir jetzt geschafft. Das Problem, was ich sehe, es war einfach nur, also ich war jetzt nicht so, sondern ich war einfach nur so, oh, jetzt muss ich ja schon wieder, bin ich ja schon wieder diese mega lange Strecke hier gelaufen, die wirklich lange dauert. Und vor allen Dingen, ich bin nicht nur hier gelaufen, sondern hinten geht's noch weiter, da bin ich auch rumgelaufen. Das war einfach, ja, und ich war sehr schweigsam, weil ich halt geguckt habe die ganze Zeit, deswegen habe ich es rausgestellt. Entschuldigung, ich hoffe, das ist okay. So, jetzt ist die Frage. Ich glaube, wir müssen das Betsy-Mobil da drauf kriegen. Ich hoffe nur, wir haben den Kopf, ich hoffe nur, wir haben den Knopf nicht schon zu früh gedrückt, das wäre doof. So. Ist hier? Ach nee, ach Quatsch. Ah, Divinity Church Station. Ich dachte schon über das Arkham Knight Zeichen. Wäre voll sinnlos gewesen. So. Church Station. Das heißt, wir sind vielleicht in der Nähe des Friedhofs. Wir müssten eigentlich schon näher dran sein jetzt. Hoffentlich sind wir bald ganz dran. Na toll, mir ahnt Übles. Ich glaube, ich hätte nicht schon... Ich hätte die Rampe wahrscheinlich nicht schon direkt benutzen sollen. Wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal... Muss ich die erstmal mit meinem Eigengewicht... Also, plus Bettmobil. Ich glaube, der Batman mit seinem Anzug wiegt aber auch schon auch über 100. So. Wenn ich einen Anzug trage, wiege ich auch über 100. So. Ich hätte ja auch die Fernsteuerung nutzen können, ich Dämmlack. Hätte ich ja auch machen können. War, ja, habe ich vorhin sogar noch gesagt. Ja, Fernsteuerung muss man bestimmt benutzen. Denke ich jetzt wieder nicht dran. Da siehst du mal, wie lange der Ausflug bis da hinten war. Eine Woche bin ich gelaufen. Und die habe ich halt rausgeschnitten, die Woche Spielzeit. So. Na, 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 na. So, und jetzt verriegeln. Jetzt probiere ich mal das Ganze per Fernbedienung. Das sieht immer ein bisschen mehlig aus, deswegen wollte ich es nicht haben. Wegen die Qualität in Let's Play ist mir sehr wichtig, deswegen nutze ich die Fernbedienung so selten. Weißt du? Das ist doch total glaubwürdig, was ich hier erzähle, oder? Trug keine Früchte. Nichts? Ich habe eine Liste von Kandidaten, die wir nicht ausschließen können. Aber nein, keine wahrscheinlichen Verdächtigen. Versuch es beim ehemaligen Arkham-Personal. Hugo Strange hatte weiterreichende Motive. Quincy Sharp war instabil. Wollen Sie damit sagen, der Arkham Knight ist ein Mitverschwörer, der Ihr Werk vollenden will? Ganz genau. Klingt jetzt nicht ganz unplausibel. LT, ich will doch gar nicht LT halten. So nah einsetzen, gut und schön. Ah, siehst du, wir sind schon relativ nah. Wieso sitze ich auf einmal im Bettmobil? Ich habe doch per Fernbedienung. Hä? Wieso sitze ich dann auf einmal im Bett? Ich habe den noch per Fernbedienung rübergeholt, auf einmal sitze ich drin. Wie? Der Batman hat magische Kräfte. Das ist unfassbar. Wie ein Zauberer. Geht's da unten rein? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich dachte gerade bei den roten Bändern.
So. Na, sieh mal eine an. Das habe ich nämlich schon gesehen. Bis hierhin bin ich nämlich gelaufen. Habe ich mir die Läden hier angeguckt. La 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 la. Hier, Hotdog-Laden. La 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 la. Ich räume mir mal ein bisschen auf. La 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 la. Komme ich da rein? Nein. Kann ich da auch reinschießen? Die Fenster sind sehr stabil. So ein Steinding, kein Problem. Aber wenn es ums Fenster geht, das geht nicht. Schön, wenn man hier aufräumen kann. Also wenn es mit dem Batman nicht mal so läuft, dann kann der Bruce hier immer noch Putzfrau werden. So, ansonsten Sonar einsetzen. Ich probiere mal eben. Wir sind schon relativ nah dran. Ah. Ich glaube, wir müssen da lang. Das heißt, wir fahren erstmal hier lang und gucken. Voll schön hier. Voll die Witcher-Höhle. Wo kommen wir denn hier nur hin? Wahrscheinlich müssen wir hier lang, wenn wir die Wurzel... Ja, ich glaube, wir müssen hier bestimmt lang, wenn wir die Wurzel... Ja, ich glaube, hier müssen wir... Hier müssen wir bestimmt noch lang. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach nur so ein kleiner Tunnel, so ein kleiner Extra-Tunnel ist für einen Bonus. Oh, jetzt habe ich hier aus Versehen den Rasen geschändet. Ich hoffe, die Ivy wird uns dafür nicht in unsere Einzelteile zerlegen. Bin ich hier richtig? Ich glaube, ich muss da wieder hoch, ne? Genau. Könnte ich hier eigentlich mal preisgünstig den Wagen waschen in dieser Naturquelle? Also ich habe zum Wagenwaschen natürlich einen eigenen Wasserfall in meiner Villa. Ist doch klar. So. Dann fahre ich mal hier hoch. Willst du mich verarschen? Jetzt kommen wir nur da wieder runter. Oder können wir uns hier irgendwo entlang seilen oder irgendwas? Nee, ne? Hier, es ist doch genau hier. Dann sind wir ja doch richtig. Also nochmal. So. Nein, ich war das nicht. Entschuldige. Bitte sag mir nicht. Sergeant, im Ruf der Divinity Church wuchert das Unkraut. Rupfen Sie es raus. Ich schicke jetzt die Drohnen, Sir. Ich wusste es. Da, wie schnell ging das denn? Boah. Ziel erwischt. Na. Gerne, aber ich habe hier echt ein Problem. Boah, Alter, Lecco Mio. Übertreib halt noch mehr. Dragon wurde ausgeschaltet. Bestätigt. Halte den Kampf in der Nähe des Kirchhofs. Dort kann ich sie angreifen. Schicken Sie mir Drohnen. Ivy hat auf den Falschen angesetzt. Boah. Twin Redner getroffen. Was ist denn hier los? Ich kann dir helfen, diese Panzer zu zerstören. Ja. Aber bleib in der Nähe des Kirchhofs. Ja, ich versuch's doch, Ivy. Jetzt guck doch, wie ich versuche.
Boah, Alter, es ist einfach too much. Ziel zerstört. Scheiße. Das war einfach zu viel auf einmal. Alter Schwede, da musste... Das ist ja wie Halma. Das ist... Oder? War das Halma, wo man immer das Stäbchen rauszieht? So komme ich mir gerade vor. Du konntest mich nicht aufhalten. Jetzt wird Gotham untergehen. Wasch dich mal. Aber echt voll der Schmutzige. Sergeant, im Ruf der Divinity Church wuchert das Unkraut. Rupfen Sie es raus. Ich schicke jetzt die Drohnen, Sir. Batman ist hier. Umzingelt ihn, vermarkt ihn. Direkter Treffer bei einer Regular. Panzerung hält. Drohnen-Telemetrie offline. Schlag zurück. Ich glaube, ich habe gerade meine eigene... Ich glaube, ich habe mal meine eigene Drohne angegriffen. Ah, fuck it. Mann. So, Mr. Raketenaufschaltung, wenn ich jetzt erstmal dich da, Früchtchen. Batman hat den Riddler zerstört. Bestätigt der Kontakt mit organischen Einheiten. Ivy hilft ihm noch immer. Schicken Sie mir Drohnen. Ivy hat auf den Falschen. Ich kann grad nicht mal... Alter, leck mich doch am Arsch. Manchmal hakt er sich im First-Person-Modus fest. Ich muss vor allem anderen Scarecrows Toxin beseitigen. Ach, das bin ich selber. Manchmal drücke ich, glaube ich, zu energisch. Er hat eine Twin Rattler abgeschossen. Sie darf ihre Hände nicht verhärten, sonst schaffen wir das nie. Sie weiß wohl genau, wo sie uns treffen muss. Scheiße. Nein! Nein, 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 nein! Hilfe! Halte den Kampf in der Nähe des Kirchhofs. Dort kann ich sie angreifen. Ja, du machst mir Spaß. Boah, noch zwei von diesen blöden Helis. Hilfe. Verflucht, die Rattler wurde getroffen. Ich hab ihn. Nein. Fick die Wand. Boah, ist das ätzend gerade. Das ist ja richtig ätzend. Was? Du hast alles überlebt, was ich gegen dich ins Spiel brachte und stirbst jetzt einfach so? Ja, entschuldige bitte. Ah, so eine Kacke gerade. Boah, das sind aber... Komm, wir schmeiß mal 200 Viecher da rein. Sergeant, im Ruf der Divinity Church wuchert das Unkraut. Rufen Sie es aus. Ich schicke jetzt die Drohnen, Sir. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich... Hab ich schon erwähnt, dass ich Arenenkämpfe hasse? Er steuert eine Drohne! Na, sogar zwei! Wer wird denn gleich knickrig werden? Dragon zerstört! Ach, scheiße, hat er mich doch noch erwischt. Ich kann dir helfen, diese Panzer zu zerstören, aber bleib in der Nähe des Kirchhofs. Ich muss dringend die Nachladezeit verringern. Drücke da schon wieder drauf. Ah, fuck you! Ziel getroffen! Das gibt's doch nicht! Mamba offline! Bestätigt der Kontakt!
organischen Einheiten. Ivy hilft ihm noch immer. Schicken Sie Nervolen. Ivy hat auf den falschen Mann gesetzt. Das glaube ich hier langsam auch. Schicken Sie noch mehr Drohnen. Hey, ich kann gar nicht schießen. Alter. Ich bin Ziel getroffen. Jetzt erledige ich ihn. Leck mich fett. Hat eine Drohne zerstört. Dafür bezahlt er. Ich hab ihn. Ist das ätzend? Ich kann nirgendwo hinfahren. Dragon offline. Sie darf ihre Rinde nicht verhärten. Halt dir den Kampf in der Nähe des Kirchhofs. Dort kann ich sie angreifen. Mamba-Drohnen-Panzerung durchschlagen. Hat eine Mamba-Drohne verloren. Ja, ich will. Ich kann dir helfen, diese Panzer zu zerstören, aber bleib in der Nähe des Kirchhofs. Ich. Alter, das ist ja wie Silvester. Halt die Fresse, Ivy! Boah, du bist voll hilfreich. Ich hasse Arena-Kämpfe. Nein, da bin ich auch noch. Wehe. Ich zerlege die Hütte des Entwicklers. So. Diamondback? Jennifer Lopez oder was? Scheiße. Okay, sind nur noch zwei. Nein! Fick dich! Oh, das darf doch nicht wahr sein. Boah, was für eine beschissene, verkackte Stelle. Oh, Gott. Komm schon, Bruce. Du kannst nicht sterben. Ich hab dich nicht getötet. Ah, Gott. Furchtbar. Es waren nur noch zwei. Es waren nur noch zwei. Und da hat er mich irgendwie um so ein ganz kleines... Um so ein ganz kleines... Ja, Schnauze. Sie ist raus. Ich schicke jetzt die Drohnen, Sir. Batman ist in Russia. Ich hab ihn. Oh, Raketenaufschaltung durchs Haus. Na klar, warum auch nicht? Systemangriff. Das Primärziel steuert eine Drohne. Schwache Maschine. Ich hab ihn. Rattler getroffen. Na, hoffentlich. Diamond zerstört. Batman überschreibt die Steuerungsprotokolle. Ziel getroffen. Steht in Kontakt mit organischen Einheiten. Ivy hilft ihm noch immer. Schicken Sie mir Drohnen. Ivy hat auf den falschen Mann gesetzt. Das würde ich ja gerne, Ivy, aber du siehst doch selber, was hier los ist. Ja, ach so. Bitte erwähnt's doch noch 10 Mal. Alter, Leute, übertreibt ihr nicht ein bisschen? Sie darf
Lasst euch wie Trottel aussehen! Aber nur eine. Auf gar keinen Fall zwei. Drohne bezieht Position an der Flanke. Alter. Scarecrow, schwere Verluste beim Angriff auf die Village. Keine Sorge, dieser Baum wird auch keinen Unterschied machen. Ivy ist nicht stark genug, um Gotham zu reinigen. So stark ist niemand. Scheiße. Ja, ich leide ja auch. Siehst du das nicht? Hab ein bisschen Mitleid mit mir, Fräuleinchen. Und zieh eine Hose an, bitte. Drohne hält Position, unter Beschuss. Nein. Hä? Wird er mich getroffen? Wir haben sie alle ausgelöscht, Sir. Wir brauchen mehr Panzer. Nein, jetzt kriegt das mit mir zu tun. Oh Gott. Gott sei Dank. Batman hat die Drohneneinheit in Otisburg zerstört. Hat er gerade gesagt, jetzt kriegt das mit mir zu tun? Batman, hör auf den Helden zu spielen, zu glauben, du könntest was retten. Irgendwas. Oh, du hast noch einen Baum gefunden. Ich habe immer noch den Cloudburst. Willst du es beenden? Komm nach Bleak Island. Dann ist es vorbei. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Batman, ich habe so viel wie möglich von dem Gift beseitigt. Du musst den Cloudburst finden. Er tötet meine Pflanzen. Ich zerstöre ihn. Halte durch. Ich muss vor allem anderen Scarecrows Toxin besorgen. Ja, natürlich. Natürlich, Batman. Entschuldige. Ich dachte, wenn ich schon mal da bin, ich finde das doch nie wieder. Huch! Alfred, heb die Brücken an. Er wird Bleak Island nicht verlassen. Sind Sie sicher? Lass den Batwing einen Scan vom Cloudburst machen. Finde eine Schwachstelle. Ich schalte die Cobra-Panzer aus. Sir, Sie legen sich mit einem Gegner an, der Ihnen waffenmäßig weit überlegen ist. Nein, ich fange ihn an. Oh, na Glückwunsch! Du hast noch nicht genug. Dein Auto hast du auch repariert. Batman haut nie ab, gibt niemals auf, lässt nie seine Stadt im Stich. Alter. Was ist das für ein Ach, das ist der Cloudburst da hinten wahrscheinlich. Den können wir momentan ja noch nicht angreifen. Das ist der Cloudburst, mein Glückwunsch. Man weiß hier aber nicht, ob das die Blitze sind oder was anderes. Okay, hoffentlich kann man jetzt den ersten ausnehmen. Cobra-Panzer erledigt. Halten Formation. Das wird... Das wird ein bisschen Katze und Maus. Das Problem ist einfach, dass er mega überwacht ist natürlich da von diesen fetten Drohnen. Das heißt, wir müssen die erstmal versuchen einzeln auszunehmen, damit er alleine ist. Anders haben wir da gar keine Chance. Du hast das doch freigesetzt. Was willst du mir das jetzt in die Schuhe schieben? Was ist denn das für ein billiger Trick? Zum Psychologen taugst du aber auch nicht viel.
ich noch nicht. Drohne verloren. Schicke eine Cobra als Unterstützung. Cloudburst-Scan fast abgeschlossen. Sehr gut, Alfred. Sehr gut. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Ich versteck mich gar nicht. Kling, kling, klang. Ciao. Cobra verloren. Ich schicke Unterstützung aus der... Dein Geleitschutz ist so gut wie aufgebraucht, Knight. Schütze den Cloudburst. Zieh dich zurück. Er kann mich nicht besiegen. Der Cloudburst ist zu mächtig. Das stimmt sogar. Noch. Hier ist nichts. Er ist fort. Patrouille wieder aufnehmen. Er wird schon einen Fehler machen. Haus mitnehmen. Scheiße, ich dachte, ich schaffe das noch. Und dann ganz frech genau hinter dem Cloudburst. Hat leider nicht ganz so funktioniert. Okay, Katz und Maus willst du spielen, ja? Hör auf, davon zu laufen! Oh. Das wird jetzt hier doch ein bisschen... Mist, hier wollte ich gar nicht... Ich wollte... Das wollte ich nicht. Kann ich ihn aus der Entfernung mit dem Raketensperrfeuer treffen. Ah. Ja, ja, ich weiß. Ich suche ja den Panzer tatsächlich, aber den Schwachpunkt. Schwachpunkt. Ich denke, das dürfte inzwischen relativ auffällig sein. Wir haben die Leute. Treiben wir ihn raus. Was glaubst du, was du da tust? Ich bring den Job zu Ende. Das ist nicht der Plan, auf den wir uns geeinigt haben. Aber einer, der funktioniert. Scarecrow soll an seinem eigenen Toxin ersticken, Batman. Er will dich leiden sehen. Ich will dich nur tot sehen. So ist das bei den Bösewichten immer. Früher oder später brechen sie den Pakt. Beide sind zu stark gepanzert für einen direkten Angriff. Wie funktioniert der Cloudburst? Die Energiequelle befindet sich im Innern, hat aber ein Kühlsystem, um ein Überhitzen zu verhindern. Das ist die Schwachstelle. Ein Riss würde eine Kettenreaktion auslösen und den Cloudburst zerstören. Und vielleicht auch den Panzer. Ich konfiguriere Ihre Scanner neu, sodass Sie die Kühlmittelleitungen orten können. Viel Glück, Sir. Das wird ein Spaß. Elend, das hier aussieht. Wahrscheinlich sind die Mieten gerade exorbitant günstig. Oh, Vorsicht, der scannt gerade in diese Richtung. Das ist zu gefährlich gerade, auch wenn er gerade nach hinten scannt. Die Kühlmittelleitungen verlaufen vermutlich nahe der Oberfläche des Panzers. Die 60mm Kanone sollte sie beschädigen können, aber ein Schuss wird nicht ausreichen. Ich kann nicht lange bei der Waffe bleiben. Ich muss angreifen und mich sofort zurückziehen. Okay. Ich sollte im Wagen. Ich darf mich nicht weiter dem Toxin aussetzen. Entschuldigung, falscher Knopf. Oh Gott, Alter, ich kann hier kaum fahren gerade, weil der so weit rausgeht.
Wie soll ich denn den platt kriegen?